Ich melde mich hier mit einem winzigen Zwischenruf zum Thema Klima. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, aber die gesamte Debatte um das Klima, um die sogenannte Klimapolitik, ist nach meinem Empfinden so ein bisschen entglitten. Da wird nicht mehr nüchtern miteinander geredet, sondern da schreien Leute sich sehr, sehr deutlich an und hören sich nicht mehr wirklich zu. Wenn ich das Fernsehen anmache oder das Radio, dann sind alle Fragen schon beantwortet und alle marschieren nur noch in eine Richtung. Und wenn jemand Fragen stellt, dann muss er sich schon dafür rechtfertigen, dass er diese Frage stellt. Das guckt mich komisch an. Es gab etwas an der alten Bundesrepublik, was mir immer sehr, sehr gut gefallen hat. Bei allen Meinungsverschiedenheiten, die es immer gegeben hat, und bei allen Streitigkeiten, die heftig ausgeführt worden sind. Zum Schluss hat man eine Lösung gefunden, die irgendwie im Entferntesten was mit unserem europäischen, nüchternen, wissenschaftlichen Weltbild zu tun hatten, die was mit Rationalität zu tun hatten. Und aus irgendeinem Grund ist diese Rationalität, jedenfalls in Klimafragen, offenbar gerade völlig abhanden gekommen. Alles ist über Bord geworfen. Das Kernargument ist, wir können nicht warten auf 100%ige Sicherheit. Alles ist viel zu wichtig. Wir müssen schon machen, machen, machen. Und das Ganze kostet, wie wir jetzt gerade gelernt haben, auf EU-Ebene sagenhafte Billionenbeträge, Steuergelder. Ganze Industrien werden zerlegt. Der Verkehr soll lahmgelegt werden. Die Innenstädte werden schon geschlossen. Das Leben ändert sich massiv, wie manche gerne formulieren. Das guckt mich alles komisch an. Das hat mich alles sehr komisch angeguckt. Und nicht nur mich, sondern auch andere, die nach meinem Empfinden ein sehr nüchternes Gespür dafür haben, wie man mit Fragen umgeht, deren Antworten man nicht kennt. Titus Gebel, Annette Heinisch, Peter Heller und ich haben daher 16 Fragen formuliert, mit deutlicher Hilfe von Wissenschaftlern, weil wir alle keine Klimawissenschaftler sind. Wir haben uns also schlau gemacht, wie man so sagt, und haben nach aller nüchternen Methodik Fragen formuliert auf der Suche nach Antworten. 16 Fragen. 16 Fragen an die Fraktionen des Deutschen Bundestages, damit uns bitte nun erklärt wird, dass die dortigen Entscheidungen tatsächlich auf nüchternen Überlegungen basieren. Wirklich nüchterne und wissenschaftlich belastbare Überlegungen. Wenn Sie, die Sie dieses Video hier betrachten, auch der Auffassung sind, dass in der sogenannten Klimapolitik möglicherweise irgendetwas aus dem Ruder gelaufen ist oder aus dem Ruder läuft, dann lade ich Sie ein, einen Blick zu wagen auf die Seite klimafragen.org. Und bei klimafragen.org können Sie diese 16 Fragen betrachten, durchdenken und für sich bewerten. Und wenn Sie mit uns der Auffassung sind, dass das nüchterne Fragen sind, normale Fragen und Fragen, auf die man als Wähler, als Steuerzahler, als Bürger Antworten verlangen darf, dann schließen Sie sich dort an. Dann gibt es eine Maske, dann können Sie sich eintragen und dann fragen Sie gemeinsam mit uns nach den Grundlagen der aktuellen Klimapolitik und nach den Grundlagen der Belastungen, die auf alle zukommen. Ich würde mich freuen, wenn Sie schauen. Zu meinem eigenen Erstaunen sind in dem Moment, wo ich dieses Video hier aufnehme, schon über 10.000 Menschen zu dem Entschluss gekommen, diese Fragen auch zu den ihren zu machen. Wir erzielen hier gerade eine Breitenwirkung, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Offenbar brennt das Thema einigen Menschen doch mehr auf den Nägeln oder unter den Nägeln, als man das angenommen hat. Schauen Sie und unterstützen Sie unsere Fragen. Vielleicht gewinnen wir wieder ein bisschen Rationalität und Vernunft. Ich würde mir das wünschen für dieses Land und für meine Mitbürger, für jeden und vor allem für nachfolgende Generationen.
denn die haben nichts dazu getan, im Ergebnis möglicherweise ein Land zu übernehmen, das völlig irrational regiert wird. Danke fürs Zuhören.